Ich bin Johannes und das ist das Clave Musicum Omnitonum. Nach einem historischen Konzept, frühes 17. Jahrhundert, eines Cembalos mit 31 Tasten pro Oktave. Man sieht hier die sieben weißen Tasten, die funktionieren wie auf einem Klavier. Aber dann ist jede schwarze Taste in vier separate Teile geteilt. Das heißt, ich habe ganz viele Abstufungen zur Verfügung. Da es ein Cembalo ist, kann man es sehr leicht umstimmen. Im Moment ist eine experimentelle Stimmung darauf, die mit Naturseptimen arbeitet. Und auch sonst mit sehr vielen reinen Intervallen, die so verteilt sind, dass man auf 31 Stufen extrem viele verschiedene Konstellationen von reinen Quinten, reinen Terzen und reinen Septimen spielen kann. Das erlaubt natürlich ganz neue tonale Verbindungen, Skalen, melodische Verbindungen, aber vor allem erlaubt es, diese 31 Stufen pro Oktave in einer Hand zu greifen. Man muss also nichts spreizen, die Oktave ist immer noch so groß wie auf jedem anderen normalen Tasteninstrument auch. In diesem Sinne also eine sehr flexible Art und Weise, viele Stufen verfügbar zu machen und mit etwas Üben dann auch fließend spielbar zu machen.